Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Haul. Ja, ich war vor kurzem bei mir in der Stadt in einem Einkaufszentrum und da haben wir einen Nanunana. Und da habe ich auf dem Basteltisch diese zwei Bilder entdeckt. Es gab noch ein paar mehr, jetzt nicht so eine Riesenauswahl, eigentlich so ungefähr eine Handvoll. Und zwei Motive haben mir wirklich gefallen, die ich mitnehmen wollte. Das ist einmal hier diese süße Miets mit einem Schmetterling und so eine herrlich bunte Ananas, so ein bisschen Acryl-like. Und ja, die habe ich mir geshoppt sozusagen. Gekostet hat ein Bild 9,95 Euro. Und ja, da habe ich dann zugegriffen. Und die gucken uns jetzt heute natürlich an. Wir gucken, was alles dabei ist. Wir gucken uns den Druck an. Wie ist, wie sticky ist die Leinwand, wie sind die Steinchen und. Wir machen eine kleine Paintprobe, am besten hier bei der Ananas, da beim Weiß, na, dass wir da nicht so viele Beutelchen anschneiden. Und ja, groß sind die Bilder auf jeden Fall 40 x 50 cm. Wir gucken, ob es sich dabei natürlich auch um die Klebefläche oder um die Leinwandgröße handelt. Gucken wir uns alles in Ruhe an. Und was ich noch sagen wollte, diese Bilder gibt es teilweise auch in anderen Shops. Da sind sie mal ein bisschen teurer, mal ein bisschen günstiger. Ich glaube zum Beispiel auch bei Scheidings gibt es die online zu kaufen. Und es gibt, glaube ich, auch diesen Scheidings-Lagerverkauf, unter anderem in Recklinghausen und ich glaube noch irgendwo, ich glaube, da gibt es zwei. Da sind sie dann noch ein ganzes Stück günstiger. Und die haben, glaube ich, noch eine riesengroße Auswahl. Leider ist das halt absolut gar nicht so meine Region, wo ich wohne. Deswegen komme ich da leider nicht hin. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich diese zwei schönen Motive jetzt im Nanunana entdeckt habe und dachte mir, komm, ich nehme sie mal mit, um sie euch zu zeigen. Ich finde es wirklich toll, dass es mittlerweile immer mehr, wie soll ich sagen, Läden gibt, wo man auch vor Ort Diamond Paintings kaufen kann. Wir gucken uns mal die Verpackung an. Hier steht drauf 5D Diamond Painting Komplettset, die Bildgröße. Als Inhalt haben wir eine selbstklebende Diamond-Platte, also unsere Leinwand, ein Drop-Point-Stift, also unser Stiftchen, ein Malwachs-Stiftchen und ein Diamond-Set, also die Diamanten dazu. Zauberhaftes Kunstwerk zum selber kreieren. Und hier hinten haben wir nochmal eine kleine Anleitung, wie es geht. So, wir gucken mal rein. Und ich sehe da hinten auch schon mein Lineal, das wir dann mal nachmessen können. So. Okay, und für mich sieht das aus ähnlich wie diese Leinwände, die wir auch in den China-Shops bekommen. Deswegen denke ich, dass die 40x50 die Leinwandgröße sein wird. Und das ist die Miets, die fand ich so süß. Ich habe das Bild schon mal gepaintet auf Facebook gesehen. Deswegen wollte ich es unbedingt haben. Und mir gefallen halt auch die Farben, weil es so eher ein bisschen pastellig wirkt, finde ich. Wir haben 25 Farben. Unsere Steinchen sind rund, kommen in diesen Einwegtütchen daher. Und wir haben Poet Clue. So, ich hole das Lineal. Da haben wir es. Und wir messen mal nach. So, unsere Klebefläche, ich nehme euch natürlich mit. Haben wir hier einmal 30 cm und ungefähr hier waren wir, ja, 45 cm mal bestimmt 35, da haben wir 30 und da haben wir 5, ja, 45 mal 35 cm ist unsere Klebefläche und die Leinwandgröße ist 40 mal 50. Also ich bin zufrieden, mir gefällt es, der Druck sieht auch wirklich gut aus, Timmy spricht auch zu uns und wie ihr seht, die Leinwand glitzert sogar so schön, was ich ja total mag. Die ist übrigens auch sehr weich, das gefällt mir, die ist nicht so starr, ne? Also ihr seht das, wunderschön und das ist unser Druck. Da kann man wirklich nicht meckern, der sieht toll aus. Also der Druck wirkt von mir eine klare 2+.
Wir haben kein Raster, das ist aber auch gar nicht schlimm. Und wir machen noch einen Klebetest. Gucken mal, wie sticky die Leinwand ist. Na, ihr hört, klingt ganz gut. Ist sticky, ist nicht zu sehr sticky, aber glaubt, reicht total aus, dass die Steinchen gut liegen. Und hier haben wir unsere Legende. Auch die kann man schön erkennen mit DM10-Nummern, 25 Farben. Einmal oben links und einmal unten rechts. So, das ist unsere Mietz mit dem süßen Schmetterling. Natürlich ist das ein bisschen pixelig oder sogar eigentlich, glaube ich, ziemlich pixelig. Ne? Also gerade die Haare, die Barthaare und alles und von den Augen sind natürlich nicht sehr filigran. Aber das ist, finde ich, gar nicht schlimm. Sie guckt einfach so süß. Ich musste sie haben. Und wir schauen mal, was wir noch so Schönes hier haben. Unser Toolkit ist ein ganz einfaches. Wir haben zwei Wachsplättchen, was ich richtig gut finde. Und einen rosa Stift ohne Mehrfachaufsätze und ein grünes Schriftchen, was vorne zu ist. Reicht komplett aus, um es mal auszuprobieren. Die meisten von uns, die ja eh schon ein bisschen painten, haben ja eh schon ihre Toolkits selber optimiert. Na? Wenn man einmal angefangen hat, ihr wisst, ne, dann kauft man sich da noch mal einen Stift, dann probiert man mal dieses Schiffchen aus oder. Natürlich nicht jeder, aber mir geht es mindestens so und ich kenne einige, die sind der Sucht noch ein bisschen mehr verfallen als ich. Ja, na, also alles kann, nichts muss. Auf jeden Fall gibt es neben diesen einfachen Toolkits natürlich auch noch vieles anderes an Diamond Painting Stuff, was man nehmen kann, was auch einfach noch mal ein bisschen ergonomischer und schöner ist, wenn man wirklich viel paintet. Ja, kommen wir zu unseren Steinchen. Unsere Steinchen haben sogar die DM10-Nummern auf den Tütchen mit drauf, was mich sehr freut. Und wir gucken mal, ob wir alle 25 Farben dabei haben. Wir machen ein bisschen laut. Und gucken mal, was wir hier so Schönes haben. Wir fangen mal von hinten an. Die 25 ist die 3865. Das ist so ein, ja, so ein bisschen ein Off-White, ein bisschen dunkleres Weiß. Und ich zeige euch mal die Steinchen. Ich finde, sie sehen wirklich gut aus. Wir haben Acrylsteinchen, die wirken aber alle schön. Dann haben wir hier so ein, ja, etwas graustichigen Fliederton. Dann ein paar Steinchen von dieser Farbe. Ein ganz wenige paar Steinchen von diesem Rosa. Und hier haben wir sogar ein bisschen Blau. Kommt bestimmt in den Augen von dem Mix vor. Dann ein Taub. Ein Beige. Eine Art Grau, was ein bisschen beige stichig ist. Dann die 823, das ist so ein ganz dunkles Blau. Die 819 haben wir zweimal. Das ist so ein schönes pastelliges Rosa. Dann nochmal ein Blau, ein bisschen grau stichig. Nochmal ein etwas gedeckteres Rosa. Ein schönes Hellblau. Und nochmal ein Beige, die 712, nochmal Beige, noch ein Taub, ein bisschen heller, ein Grau, die 414, das ist so eine klassische Farbe, 415, die 414 haben wir hier, das ist ein dunkleres Grau, nochmal ein Grau und so ein richtiger schöner Peach-Ton, die 225 und hier kommen nochmal zwei Grautöne, ein schönes Dunkelblau und nochmal eine Art, ja, bisschen dunkleres, gedeckteres Rosa. 152. Ja, ihr seht, alle Farben sind mit dabei. Ich fand es wirklich toll. Ich bin sehr zufrieden. Ich lege das jetzt dann auch zur Seite und räume das dann in Ruhe weg. Denn wir gucken uns natürlich jetzt auch noch das zweite Bild an und machen auch dabei eine kleine Paintprobe. Ja, erstmal.
erstmal alles ein bisschen beiseite. So, und jetzt kommen wir zu dieser hübschen Ananas. Die Verpackung ist genau wie bei dem anderen Bild auch. Machen wir auf. Auch hier steht übrigens noch der Preis drauf. So. Und da haben wir unser Bild. Falls ihr euch übrigens fragt, wo die Bilder im Nanunana sind, nicht jeder Nanunana hat sie, glaube ich, im Angebot oder mit im Sortiment. Bei mir waren die Bilder auf einem separaten Aufsteller, also auf einem separaten Tisch. Da sind auch die ganzen Leinwände und Acrylfarben und Stifte und so Bastelkram. Und da standen ein paar von den Paintings einfach mit drauf. Nicht so viele. Ich musste ein bisschen hingucken. Ich hätte es fast übersehen. Aber ich habe Zeit und habe es mir ganz in Ruhe angeguckt. Und dann habe ich sie entdeckt. Okay, also unsere Ananas. Unsere Ananas hat dieselbe Größe wie das andere Bild, nur ist es nicht im Querformat, sondern im Hochformat. Tini singt auch eine Runde für uns. Und auch hier haben wir wieder ein Toolkit mit dabei, genauso wie vorhin. Zwei Wachsplättchen, grünes Schiffchen, rosa Stift, kommt mit zur Seite. Ich lasse die gleich so eingepackt, das geht direkt an meinen Kindergarten, wo ich öfter mal ein bisschen Sachen abgebe. Ja, genau. So, und das ist die Ananas. Die fand ich so schön. Die ist so schön bunt. Ja, hat mir richtig gefallen. Passt eigentlich auch gerade richtig gut in den Sommer, aber ich glaube, ich werde es diesen Sommer nicht schaffen, das Bild zu painten. Wir werden es anpainten, aber ich glaube nicht, dass es mit eins meiner aktuellen Projekte wird. Ja, auch dieses Bild hat eine Leinwandgröße von 40x50, hatten wir gesagt. Es hat auch wieder diese Itemnummer, die mit auf dem Steinchen mit vermerkt ist. Wir haben auch wieder eine Legende oben links und unten rechts. Wir haben diesmal 30 Farben, eine schöne bunte Farbpalette. Und auch hier ist der Druck wieder richtig schön. Also ich bin zufrieden. Der Druck kriegt von mir ein 2. Ein 2 plus mit Sternchen sozusagen. Sehr schön. Wir haben kein Raster, aber das ist nicht schlimm. Wir haben Rot Klug. Wir haben auch hier wieder eine sehr schöne, weiche Leinwand, die glitzert und sogar ganz schön glitzert. Sticky ist die Leinwand auch schön, genau richtig. Man kann auf so einer Leinwand die Steinchen gut verschieben, aber sie sollten im Normalfall gut halten, ohne dass da irgendwas abgeht. Gefällt mir sogar richtig, richtig gut. Echt schönes Bild, muss ich sagen. Ja, okay. Was gibt es sonst noch zu sagen? Auch hier haben wir unsere Steinchen. In dem Fall ein bisschen bunter, nicht so gedeckt wie bei der Mietz. Ja, und wir haben 30 Farben. Auch hier gucken wir uns die Steinchen mal an und machen mal Lärm. Oh, guckt euch diese Farbpalette an. Ne? Also so schön. So, und dann haben wir hier einen kleinen Strang. Hier haben wir auch wieder die 3865 und zwar ganze 6 Beutelchen, weil das ist ja unsere Hintergrundfarbe, deswegen braucht man davon ganz schön viel. Und dann haben wir hier noch so ein schönes Petrolgrün, ne, das ist mehr grün als blau, die 3847, ganz, ganz tolle Farbe, richtig schön. Wir gucken uns mal die Steinchen an. Auch die schauen toll aus. Wir haben Acrylsteinchen, aber wie gesagt, bei runden Steinchen mache ich mir da absolut keinen Kopf, dass da irgendwas sein könnte. So, und hier guck mal, wir haben hier die 1, das ist so ein Aubergine. Dann die 310, ein bisschen Schwarz. Ein schönes Rot, was ein bisschen einen pinkigen Einstich hat. Ein Lila. Ein Dunkelrot, die 666, so ein richtig schönes, krasses Rot. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Dann ein Pink, ein ganz, ganz saftiges Gelb. Ein fast schon Neon-Orange. Noch ein Orange und ein Orange, was ein bisschen heller ist. Ein etwas pastelliges Gelb und ein richtiges Pastellgelb. Dann haben wir hier die 704.
47 ein schönes Hellblau, was schon fast ein bisschen mintfarben ist. Und nochmal so einen schönen Beige-Ton, ein Dunkelgrün, dann nochmal so eine schöne Peach-Farbe, ein Türkis, eine sehr schöne Farbe, die 958, ein Rosa und noch ein Türkis. Was für eine schöne Farbe. Na, ihr wisst, ne, Türkis ist halt Türkis, Petrol, Mint. Das sind so meine Farben. Ein Rosa, ein etwas helleres Rosa. Nochmal so ein schöner, cremiger Peachton. Ein Rosa, was ein bisschen ins Pink geht. Ein Petrol. Sehr schön. Ein dunkleres Blau, was mir auch sehr gut gefällt. Und zwei hellere Blautöne. Also richtig, richtig schön. Und wir haben alle Farben mit dabei. Ich habe geguckt, die Nummern sollten stimmen. Und wir machen uns jetzt mal hier ein Tütchen ab. Ich gucke mal, ob ich das jetzt mit den Händen abmachen kann oder ob wir eine Schere brauchen. Nee, die Perforation reicht nicht aus. Wir brauchen eine Schere, aber ich brauche auch noch mein Toolkit zum Painten. Das Toolkit haben wir hier. Und die Schere haben wir da. Und ich hole euch, hoppala, jetzt habe ich randaliert. Das war meine Colaflasche. So, ich muss mich jetzt hinsetzen und muss euch ein bisschen runterholen. Gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Wir wackeln ein bisschen. Wir machen das heute mal ohne Schnitt. So, klappt sogar ganz gut. Okay. Da haben wir hier unser Tütchen. Machen wir uns eins. Und wir nehmen ein Schiffchen, was ich hier liegen habe. Und hauen einfach mal ein paar Steinchen ins Schiffchen rein. Und beginnen mit dem Painten. So. Bin jetzt sehr gespannt, wie das wird. Mal gucken, wo ich jetzt hier was hinlege. Irgendwie ist mein kleiner Tisch hier ziemlich voll geräumt. Da ist noch ein Putzelchen. Ein Coverminder brauchen wir auch noch. Wachs, falls wir es brauchen. Pinzette können wir auch mit rausholen. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles. So, also ein bisschen Folie weg. Und geht's, würde ich sagen. Ah, die Leinwand glitzert so schön. Und das freut mich, wenn man so ein einfaches Bild hat. Und die Gesundheit, Timmy. Und die Leinwand glitzert. Hat man ja auch nicht immer. Okay, und das sind übrigens unsere Steinchen. Sie sind ein bisschen unterschiedlich groß, das sehe ich schon mal. Das stört mich jetzt ein bisschen weniger, aber natürlich ist es immer schöner, wenn Steinchen wirklich schön gleichmäßig groß sind. Deswegen würde ich immer raten, legt im Schachbrettmuster. Was ich allerdings am Rand mache, da lege ich kein Schachbrettmuster, da lege ich mir immer erstmal so eine schöne Reihe. Ein bisschen. Wer ein bisschen Probleme hat, das am Rand gerade zu setzen, der kann auch ein Lineal anlegen. Kann ich nur empfehlen, das klappt ganz gut. So, und wir machen heute nur eine kleine Paintprobe. Denn ich möchte heute noch ein weiteres Video drehen. Wir haben nämlich Freitag und ja, jetzt habe ich einmal meine Nägel ordentlich gemacht. Ich wollte das Video gestern schon drehen, aber da sahen meine Nägel noch sehr, sehr schlimm und mitgenommen aus. Deswegen habe ich gedacht, okay, da muss wieder Farbe drauf. Und das habe ich dann gestern Abend dann gemacht, anstatt dass ich gesagt habe, okay, ich mache ein Video. Wie gesagt, ob ich jetzt ein Video am Donnerstag oder am Freitag drehe, ist dann relativ egal. Seht ihr eigentlich was? Ja, ihr seht was. Huh, Glück gehabt. So, ja, also ich mache das meistens so, dass ich hier am Rand ein bisschen schon mal den Rand vorlege und dann fange ich an mit meinem Schachbrettmuster. Das ist meistens so, ja, meine Art, wie ich die Bilder lege. Ich arbeite heute ohne Lightpad. Das geht auch immer ganz gut. Und wenn ihr kein Raster habt,
legt einfach die Steinchen immer schön mittig auf das Symbol drauf. Braucht am Anfang ein bisschen Übung, aber gerade wenn man im Schachbrettmuster arbeitet, geht das wirklich ganz, ganz gut. Gerade wenn wir hier so eine große Stelle haben, wo wir nur eine Farbe haben, also Color Blocking, dann klappt das super. Und da haben wir auch schon ein bisschen unser Schachbrettmuster. Ihr erkennt es schon. Na, also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, die Steinchen hier bei mir mindestens aus der Charge sind ein bisschen unterschiedlich groß, wirken aber ganz okay. Also ich würde hier jetzt keins aussortieren. Und ihr wisst, ich bin doch schon ein ziemlicher Monk. Aber da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Aber wie gesagt, gerade bei runden Steinchen ist das meistens gar nicht so schlimm. Einfach schön gleichmäßig setzen. Und wie gesagt, mit dem Schachbrettmuster geht das auch alles eigentlich ganz ohne Problemchen. So. Okay, ihr seht, wir haben jetzt hier ein bisschen unser Schachbrettmuster und das füllen wir jetzt auf. Was ich bei eckigen Steinchen übrigens gerne mache, da setze ich die erste Lage vom Schachbrettmuster gerne mit Pinzette und fülle dann mit dem Stift auf. Weil eckige Steinchen mit der Pinzette gelegt, das sieht meistens sowas von ordentlich und gleichmäßig aus. Das kriegt man mit keinem Stift hin, also mindestens ich nicht. also ich rede da immer von mir. Weil jeder paintet ja ein bisschen anders. Und ja, also so arbeite ich meistens dann am liebsten, wenn ich dann so eine Color-Blocking-Stelle habe, dass ich dann mit der Pinzette lege. Aber das mache ich auch nicht immer. Manchmal habe ich so Lust drauf, dass ich eigentlich nur mit dem Stift lege. Manchmal arbeite ich auch eine ganze Zeit lang nur mit Pinzette. Das ist echt immer unterschiedlich. Aber wirklich sehr oft habe ich es bei eckigen Steinchen, dass ich die erste Lage mit Pinzette mache und mit dem Stift auffüllen. Aber wie gesagt, ihr merkt, ich bin ein Wirrkopf. Ich mache das immer je nach Lust und Laune und natürlich auch, wie die Qualität ist. Na, also gerade bei Acryl. So, jetzt hier habe ich ein Steinchen, das ist wirklich ein bisschen kleiner. Bei solchen Sachen nehme ich das dann raus und ersetze das einfach, weil das ist, weiß nicht, kann ich das euch mal zeigen? Ich nehme mal ein normales Steinchen daneben, wenn ich es hinbekomme. Da sieht man es vielleicht. Also das linke, das ist ein bisschen kleiner und ein bisschen verformter. Mir selber stört es im Auge und deswegen ersetze ich das dann. Aber im Grunde merkt man das eigentlich auf der Leinwand auch kaum. Na, also ich hätte es eigentlich auf der Leinwand lassen können. Bei mir ist das halt einfach wieder mein Kopf, der sagt, nö, ich will das ordentlich haben, ersetzt das. Und die Möglichkeit hat man auch wirklich, weil man hat im Grunde eigentlich immer genügend Steinchen dabei, dass man halt auch ein paar aussortieren kann. Ne? So, also das sind jetzt unsere gelegten Steinchen. Heute ein bisschen Chaps irgendwie, aber naja gut, ich bin halt auch ein bisschen K.O. am Freitag. Und ich habe eine lange Woche hinter mir. Und ja, das sind unsere Steinchen. Hoppala. So sehen die gelegt aus. Also da bin ich ganz zufrieden. Na, man sieht es ein bisschen, dass sie unterschiedlich groß sind, aber lassen sich gut legen. Die kleben auch schön. Wie gesagt, der Kleber ist top. Und für 10 Euro für so ein Bild kann man nichts falsch machen, würde ich sagen. Ich würde es empfehlen. Ich weiß auch, dass es die Bilder im Online-Shop gibt. Das verlinke ich euch alles unten mit in die Videobeschreibung. Sogar jedes einzelne Bild und den Shop generell nochmal. Und ja, wer Lust hat, der kann ja da mal stöbern gehen oder guckt mal selber im Nanunana. Mir haben die zwei Motive sehr gefallen. Es gab noch ein paar andere schöne, aber ich dachte, hey, zwei reichen aus. Ihr wisst, ich habe Unmengen an Bildern. Ich dachte, ich nehme mir die zwei mit, die mir am besten gefallen, wo ich gedacht habe, okay, die würde ich euch gern zeigen. Und ja, genau das haben wir jetzt getan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir ein kostenloses Abo hinterlasst. Dann verpasst ihr nämlich nichts Neues mehr hier bei mir auf Toafeas Welt. Ja,
Schön, dass ihr dabei wart. Meine Lieben, bis bald. Ciao, ciao.